So, hallo, heute zur zweiten Ausgabe von Inside Politics vor den Landtagswahlen. Wir haben zu dieser Ausgabe SPÖ, FPÖ, KPÖ und Team Stronach eingeladen gehabt. Team Stronach und KPÖ sind der Einladung nachgekommen. SPÖ hat leider abgesagt, von der FPÖ habe ich nichts mehr weiteres erfahren. Soll vorkommen, gehört dazu. Das ist auch unsere letzte Folge vor den Landtagswahlen. Bei uns geht es auch irgendwann einmal ans Zeitliche. So, ich darf heute, wie auch schon beim letzten Mal, eben einen Duellmodus ankündigen. Das funktioniert wie folgt. Begrenzte Redezeit, eine Minute pro Redner. Das heißt, es wird am Anfang eine kurze Vorstellungsrunde geben, dann hat man zwei Runden Zeit, über ein Thema zu reden, was man möchte. Und danach gibt es noch eine kurze Abschlussrunde, was sich die Kandidaten vorstellen, was sie in den nächsten 5 Jahren, wenn sie im Landtag wären, verändern wollen. Das ist natürlich immer das Gefährliche, wenn man sozusagen im Vorfeld schon die Fragen sagt, aber in dem Fall konnte man ja auch die Sendung von letztem Mal schon vorschauen. Gut, wir starten jetzt. Ich darf begrüßen Diplom-Ingenieur Wolfgang Schmidt vom Team Stronach in Vertretung für Herrn Magister Kaltenegger. Grüße Sie. Grüß Gott. So, darf Sie bitten, Platz zu nehmen, wo Sie möchten. Und ich darf in Vertretung von Frau Claudia Klimt-Weiterler, Landtagsabgeordnete, Herrn Mario Rathmann von der KPÖ begrüßen. Grüße. Gut. Wie auch schon beim letzten Mal, ich bitte einfach nur Platz zu nehmen. Wir machen jetzt Folgendes, wir tun das Anfangswort und das Schlusswort auslosen. Das funktioniert so. Bitte hier in den Bottich greifen und eine Nummer ziehen. Es waren noch 3 drinnen. Die höhere Nummer hat das Schlusswort und die niedrigere Nummer hat das Anfangswort. Ja, 1 und 3. So. Dann hoffe ich, dass die Technik mir ein Okay gibt. Dann, wo ist man ohne Smartphone heute? Nämlich nirgendwo mehr. Das halte ich mal kurz in die Kamera hinein. Jetzt steht da noch 0 drauf. Und gleich geht's los. Gut, ich möchte von Ihnen wissen, in der ersten Runde, was hat Sie dazu bewegt, in die Politik einzusteigen, sich das anzutun und was ist das Ziel Ihrer Partei bei diesen Landtagswahlen? Herr Schmidt, ich darf Ihnen das Startwort geben, ab jetzt. Was hat mich bewogen, in die Politik einzusteigen? Ich bin bisher eigentlich immer mit großen Bogen und einem großen Schritten rund um die Politik gegangen. In der Diskussion mit meinen Kindern, die mich dann ganz ernsthaft während dem Studium gefragt haben, warum soll ich eigentlich noch in Österreich bleiben? Man hat keine Möglichkeiten, hier irgendetwas zu machen, man hat keine Möglichkeiten, etwas zu verändern. Alle wirtschaftlichen Signale deuten nach unten. Wir wollen eigentlich auswandern oder gibt es andere Möglichkeiten? Und das hat mich bewogen zu sagen, das ist nicht das Land, nicht das Österreich, nicht die Steiermark, die ich meinen Kindern hinterlassen möchte. Da muss man einfach etwas dagegen tun. Und wenn wir es schaffen, den Landtag zu kommen, dann wollen wir genau daran arbeiten, die Steiermark kindersicher zu machen, zukunftssicher zu machen. Wenn wir es nicht schaffen, dann können wir uns zumindest in den Spiegel schauen und sagen, wir haben es probiert. Sie waren schneller als die eine Minute. Das ist eine tolle Achtung, das schafft nicht jeder. Herr Rathmann.
Mich hat bewogen, in die Politik zu gehen mit sehr jungen Jahren, bereits mit 15 Jahren, als ich erkannt habe, dass die Politik zu sehr großen Teilen aus Korruption und aus Vettern- und Freundinnenwirtschaft besteht, wo unter anderem auch sehr viel die Banken und die großen Konzerne das Sagen haben. Ich habe mir gedacht, das kann so nicht weitergehen, habe mich dann sehr viel informiert, war sehr interessiert und bin zum Schluss gekommen, dass es nicht nur an der aktuellen politischen Lage, sondern am kompletten System krankt, wodurch ich dann auch Kommunist geworden bin. Und die einzige Alternative war dann für mich auch die kommunistische Jugend und in weiterer Folge auch dann der kommunistische Studentinnenverband und die kommunistische Partei, um mich dort dann aktiv für eine Verbesserung der heutigen Hier- und Jetzt-Lage und auch schlussendlich für ein anderes System einzusetzen. Und wir wollen halt als KPÖ in erster Linie eben diese Hegemonie von Bankenkonzernen brechen und auch eben das Soziale verstärken, Wohnbau und soziale Förderungen. Danke. So, wie man sieht, das sind schnelle Antworten gewesen. Jetzt eben zweite und dritte Runde. Ich gebe einfach das Startsignal und Sie sagen, über was Sie eben reden wollen, frei von der Leber weg. Sie können natürlich auch direkt mit Ihrem Gegenüber reden und diskutieren, unterschiedliche Standpunkte ausdiskutieren, was auch immer Sie möchten. Ein Punkt, für den das Team Stronach antritt, ist schlicht und einfach, ich habe es vorher erwähnt, eine zukunftssichere Steiermark, ein zukunftssicheres Österreich. Aus unserem Verständnis ist das auch eine schuldenfreie Zukunft. Und wenn man sich die aktuelle Situation, die aktuelle Entwicklung anschaut, binnen wenigen Jahren von 1 Milliarde auf 5 Milliarden Schulden allein in der Steiermark, das ist eine Verfünffachung, ich will es gar nicht den alten Schillingen umrechnen. Wenn man auf der anderen Seite schaut, die Infrastruktur hat sich die in der Art und Weise entwickelt, die Arbeitslosenzahlen haben sich entwickelt, sie sind nach oben gegangen, dort ist das Geld also nicht angekommen. Trotzdem, die Leute, die Arbeitsplätze schaffen, die Wertschöpfung betreiben, die Steuern bezahlen, die Unternehmer werden zum Feindbild erachtet, die werden zum Feindbild dargestellt, gegen die wird gekämpft, die werden zum Klassenfeind. Das ist aus unserer Sicht schlicht und einfach nicht der Weg. Schuldenfreie Zukunft ist ein ganz wichtiger Punkt für das Team Steiermark. Kurz und knapp. Herr Rappmann. Ein wichtiger Punkt bei uns ist, wie eben auch in Graz, der Punkt Wohnen. Wohnen macht derzeit in der Steiermark sehr viele Menschen arm, das muss man wirklich so sagen. Es wird für viele Menschen immer weniger leistbar, das Wohnen, und führt eben in eine Armutsfalle. Das sieht man an vielen Faktoren, an der Armutszahlen, Armutsgefährdung in der Steiermark. Das hat eben mit eben dieser Schuldenbekämpfung, die gerade im Sozialen zugeschlagen hat und nicht irgendwie bei denen, die das Geld haben, sondern bei den Ärmsten, wo eben die Zweckbindung der Wohnbauförderung eben nicht vorhanden ist und diese Gelder zweckentfremdet werden, die Wohnbeihilfe um 50% gekürzt werden, sehr viele Menschen keine Wohnbeihilfe mehr bekommen. Bei solchen Sachen zu sparen, nur wegen den Schulden, ist falsch. Es gibt andere Wege, wir sprechen da unter anderem von Reichensteuern auch und eine Kürzung bei den Politiker und Politikerinnenbezügen, die stets von allen anderen Parteien, auch den Grünen, abgelehnt wurden. Das sind Alternativen, die man bedenken sollte, um zum Beispiel eben die Schulden zu verringern. So, Moment. Bitte schön. Nachdem Sie mich auch jetzt direkt angesprochen haben, ich glaube, dass die Gründe, die Sie vorher erwähnt haben, ja gar nicht die falschen sind. Die Schlussfolgerungen sind die falschen. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Die Steuern von morgen, die man nicht zahlen kann, weil die Zinsen schon so hoch sind, sind die Schuldenspirale, in der wir uns befinden. Das ist genau das, was die Steiermark, was Österreich nach unten sieht. Gerade die Kinder sind eigentlich die, die das in weiterer Folge ausbaden müssen. Es liegt also an uns, hier zurückzurudern. Das Zweite, warum ich glaube, dass die Schlussfolgerung einfach die falsche ist. Mit Umverteilung glaube ich nicht, dass man Leistung fördert. Mit Einschränkung des Unternehmertums, mit reichen Steuern glaube ich nicht, dass man Leistung fördert. Wo wir sicher gemeinsam einen Weg finden, das ist das ganze Thema Ausbildung, das Thema Zukunftsausbildung.
Wenn wir schauen, dass ein Penninger von Österreich weg möchte, dass wir hier die besten Köpfe verlieren, dann sind wir am falschen Weg. Leistung muss sich wieder lohnen, ist immer das Losungswort von ÖVP und jetzt auch von Tim Stroller anscheinend. Leistung muss sich wieder lohnen, aber wessen Leistung? Ist es die Leistung derjenigen, die aber Millionen und Milliarden geerbt bekommen zum Beispiel, deswegen sind wir auf einer Erbschaftssteuer, oder ist es die Leistung für die kleinen und mittleren Unternehmen, die eben wirklich auch selbst oftmals am Existenzminimum sind, das muss wirklich so gesagt werden. Da sind wir natürlich auch selbst für eine Förderung dieser kleineren Unternehmen, dieser Ein-Mann-Unternehmen oftmals auch. Aber die Großen zu schützen und zu sagen, na, das geht nicht, die irgendwie besser stärker zu versteuern, das ist der falsche Weg. Das sieht man unter anderem auch bei der Förderung von großen Events. Zum Beispiel eben die Ski-WM in Schladming, die aber Millionen, hunderte Millionen verschlungen hat. Da kann man natürlich auch sparen, anstatt irgendwie bei den Kleinen irgendwie zu kürzen, bei der Wohnbeihilfe, beim Sozialen, bei den Kindergärten. Das sind halt Unversöhnlichkeiten, die wir haben. Bezüglich der Ausbildung kann ich Ihnen zustimmen, die klügsten Köpfe sollten wir natürlich auch fördern bei den Universitäten und so weiter, aber da haben wir auch unterschiedliche Standpunkte. Ich sage nur Studien. Ich muss jetzt mal unterbrechen, weil Sie waren. Das war Ihr letzter Satz. Gut, dann war ich schon eine sehr interessante, wenn man es mal richtig stark getauscht. Ich möchte jetzt die Frage stellen: Was wollen Sie verändern, wenn Sie in den Landtag gewählt werden? Was ist Ihr Ziel für die nächsten 5 Jahre? Das Ziel für die nächsten 5 Jahre ist definitiv das Thema Schulden, Schluss mit dem Schuldenaufbau, Schluss mit den Schuldenzwillingen. Über den Weg, wie man die Schulden abbaut, kann man, soll man, muss man natürlich diskutieren. Leuten die Existenzgrundlage zu rauben, ist definitiv der falsche Weg. Über die Leute drüber zu fahren, wie es zum Teil passiert ist mit der Gemeindezusammenlegung, ist definitiv der falsche Weg. Ich glaube, dass man am besten den Leuten hilft und die Schulden abbaut, indem man den Leuten das Geld nicht wegnimmt. Die Leute wissen wesentlich besser selber, wie sie mit dem Geld umgehen müssen, wie sie mit dem Geld umgehen können, wie sie für sich das Beste daraus lukrieren können. Wichtig sind die Rahmenbedingungen, und zwar nicht nur für die Top-Forscher, sondern auch für die großen Unternehmen und auch für die kleinen Unternehmen, auch für die Ein-Mann-Betriebe. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmer Förderung braucht. Ich glaube, dass ein Unternehmer das Recht haben soll, das, was er verdient, das, was er sich erarbeitet, zu behalten, mit seinen Mitarbeitern zu teilen und am besten für sich zu investieren. Und das ist sozial wesentlich verträglicher, als wie irgendwo jemanden Geld wegzunehmen. Sie sind dran. Uns ist ganz klar, dass wieder diese sogenannte, selbsternannte Reformpartnerschaft wieder eingeführt wird. Wir werden nicht in der Regierung sitzen, das ist ganz klar, und unsere Anträge sind wie bereits in dieser Periode zu 90% abgeschmettert worden, und dort neue Initiative zu setzen wäre illusorisch. Was wir aber schaffen können, fix, wäre Verschlechterungen abzuwehren, wie uns das gelungen ist beim Pflegeregress, wo wir sehr starke Inputs gesetzt haben und die Antreiberinnen und Antreiber waren, um den Pflegeregress wieder abzuschaffen, was auch von der Bevölkerung gut geheißen wurde. Auch Privatisierungen wie vom LKH West konnten wir mit Unterstützung eben der Angestellten dort erfolgreich abwehren. Solche Sachen werden wir forcieren. Wunschträume wären natürlich die Erhöhung der Wohnbeihilfe, Wiedereinführung gratis Kindergarten und so weiter. Aber das wäre illusorisch zu sagen, ÖVP und SPÖ werden das einführen. Wunderbar, je länger es dauert, so können Sie die Antworten. Jetzt habe ich von Margarete Diefengrabner ein News-Mitglied eine Mail bekommen, schon von der letzten Sendung her. Sie hat gefragt, Thema Vorzugsstimmen. Sie sind jetzt, glaube ich, auf Platz 2 in der Landesliste, Herr Schmidt. Landesliste weiß ich nicht, ich bin auf Platz 1 Graz-Karlsruhe. Sowas, und Sie sind? Ich darf noch nicht einmal kandidieren auf der Landesebene. Ich bin Staatsbürger des Staates Kroatien,
habe bei den Gemeinderatswahlen kandidiert und darf hier eben nur die KPÖ aktiv unterstützen. Okay. Was ist das Thema, also das Thema ist in dem Fall Vorzugsstimmen. Glauben Sie, dass Vorzugsstimmenwahlkämpfe dafür sorgen würden, dass sozusagen die alten Granden ein bisschen mehr unter Druck kommen würden und dass man vielleicht auch Frauen, heute sind wir wieder in einer Männerrunde, dadurch mehr Chancen in der Politik geben würde, wenn man eben mit Vorzugsstimmen, Wahlkämpfen mehr auf Frauen versiegen würde? Nachdem ich völlig neu in Team Stronach bin, bin ich jetzt kein typischer Politiker und schon gar kein typischer Berufspolitiker. Ich bin gar kein Berufspolitiker. Als Staatsbürger würde ich mir eine wesentlich stärkere Stützung auf Personenwahlkampf, auf Personenlisten, auf Vorzugsstimmen wünschen. Ich glaube nämlich nicht, dass es darum geht, die alten Granden irgendwo unter Druck zu setzen. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass man sich nicht durch irgendwelche Apparate hindurch dienen muss, dass man irgendwo abgeschliffen wird, bevor man in die Politik geht und dort dann das vertritt, was vielleicht der Listenersteller oder was vielleicht der Parteiapparat vorgibt, dass man dann wirklich die Möglichkeit hat, Ideen einzubringen, sich einzubringen und etwas zu verändern und zu gestalten. Vorzugsstimmenwahlkämpfe können natürlich sinnvoll sein. Bei Frauenförderung ist es unseres Erachtens der falsche Weg. Wir bevorzugen das Reißverschlussprinzip, haben auch unsere Liste fast durchgehend nach dem Reißverschluss weiblich-männlich, da unsere Spitzenkandidatin selbst weiblich ist, sortiert. Dass es irgendwie die alten Strukturen aufbrechen würde, das bezweifle ich. Das wäre nach derzeitigen Regelungen für die Vorzugsstimmen einfach illusorisch zu sagen, das würde es die alten Linien aufbrechen, auch weil viele Leute, die dann vielleicht durch Vorzugsstimmen reingewählt werden würden, danach fürchten müssten, wenn sie irgendwie gegen die Partei sprechen, bei der nächsten Wahl nicht mehr auf der Liste zu stehen. Diese Ängste gibt es immer bei den vereinzelten Leuten in der SPÖ, die gegen die Kürzungen zum Beispiel sind, eigentlich im Herzen und dann trotzdem immer dafür stimmen für jegliche Kürzung. Wir sind da eher kritisch, ob sich das wirklich was bringt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Interessante Antworten von beiden. Ich möchte noch mal zu Ihrem Anfangsstatement zurückkommen. Sie haben erwähnt, Ihre Kinder wollen oder überlegen sich, aus Österreich auszugehen. Sind Ihre Kinder jetzt schon wahrscheinlich im Gymnasiumsalter, dass Sie jetzt auch langsam in die Richtung gehen? Oder sind es noch junge Jungspunde, die mit 10 Jahren denken, ich fahre nach Amerika und meine Großmutter ist meine Putzfrau? Also vorweg, danke für die Einschätzung. Ja. Mein Ältester studiert in Graz Medizin, okay. Ist mitten im Medizinstudium, blickt natürlich weit über den österreichischen Horizont hinaus. Ich war selber beruflich sehr viel im Ausland und kann daher sehr viel vergleichen. Er geht diesen Weg zum Teil auch, sieht das System in China, sieht das System in Amerika, sieht selbstverständlich auch die vielen Vorteile, die wir hier haben, aber die Zukunftsperspektive fehlt ihm. Wie sehen Sie das jetzt als junger Mann? Würden Sie, so sagen Sie, sind Staatsbürger des Landes Kroatien, gut, Monarchie haben wir leider keine mehr, weil vor 100 Jahren war in dem Fall das mit dem Wahlrecht in Ungarn zwar nicht gleich, aber praktisch gesehen Zukunftsperspektive eher woanders oder in Österreich? Für mich selbst ist die Zukunftsperspektive eindeutig in Österreich. Wie es für die anderen Leute, zum Beispiel mit denen ich zusammen mitstudiere, ist das, kann ich schwer einschätzen. Viele Leute zieht es insbesondere nach Deutschland. Das kann ich gerade im naturwissenschaftlichen Bereich sehen. Ist es in Graz nicht immer so leicht, Berufschancen zu haben. Wie schon gesagt, für mich selbst, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Ich mag dieses Land, ich mag die Menschen hier. Es ist sehr nett und heimisch hier, gerade besonders in Graz. Ich finde, die Berufschancen sind auch nicht so dermaßen schlecht, wie sie oftmals verteufelt werden. Es wird natürlich immer schlechter, das muss man irgendwie betrachten schon, irgendwie in der fortlaufenden Tendenz. Fortziehen wäre für mich aber keine Alternative.
Und da möchte ich nur einen weiteren Punkt nachsetzen. Sie haben auch vorhin in Ihrem Statement gesagt, dass Sie eben die einzelnen Brücken der KPÖ oder Leitern, Stufen der KPÖ hinaufgestiegen sind. Würden Sie sich als einen typischen Parteikader sehen oder gehen Sie einen anderen Weg? Meine Zukunft liegt nicht in der Partei, meine Zukunft liegt in erster Linie in der Chemie, hoffe ich zumindest. Also Parteikader nicht, das ist einfach reinrutschen in die diversen Strukturen. Das hat sich einfach mit der Zeit so ausgebildet. Und eine Frage an Sie beide. Sie stehen ja durchaus für unterschiedliche Weltansichten, wenn man so möchte. Team Stronach geht mehr in Leistungsstaat-Prinzip. Die KPÖ forciert mehr den Sozialstaat. Wo sehen Sie die Herausforderungen der nächsten 10, 20 Jahre? Da muss ich jetzt ein kleines bisschen widersprechen. Ich glaube, dass zwischen dem Leistungsstaat und dem Sozialstaat kein Unterschied ist. Der Leistungsstaat kann sehr, sehr sozial sein. Und der Sozialstaat kann eigentlich die Leistung des Einzelnen unterdrücken oder fördern, je nachdem, wie er aufgebaut ist. Sie sprechen von der österreichischen Lösung. Ich spreche nicht von der österreichischen Lösung. Ich spreche nicht von der österreichischen Lösung. Ich spreche von der Art und Weise, wie zum Beispiel unser Parteigründer sein Unternehmen aufgebaut hat, mit Mitarbeiterbeteiligung, mit einer Unternehmensverfassung, dass 8% des Gewinns an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Das ist jetzt nicht das, was er laut Kollektivvertrag bekommt, das ist obendrauf. Das heißt, wenn das Unternehmen floriert, dann arbeiten die Leute nicht für den Chef, dann arbeiten alle gemeinsam für die Zukunft und für den Gewinn. Und das halte ich für das Sozialste überhaupt. Das wollte ich mal vorausschicken. Und wie sehen Sie das? Das Problem ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht diese Möglichkeiten haben, die vielleicht Erschwernisse haben, körperlicher Natur, die vielleicht krank werden. Wie schaut es dort aus? Also wenn irgendwie die Wünsche nach einem amerikanischen System ist, dass man halt eine Versicherung hat über den Betrieb selbst und auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert ist, ist das natürlich nicht zu fördern. Also es braucht wirklich einen Staat, der eben auf die Bedürfnisse aller Menschen eingeht, der eben auch eine, wenn man das, den Begriff so verwenden darf, soziale Hängematte bietet, um die Menschen aufzufangen, wenn sie in eine missliche Notlage kommen. Und das ist eigentlich ein... Es ist kein Widerspruch zum Leistungsstaat an sich. Die Frage ist jetzt nicht gemeint. Ich wollte nur nachsetzen, ausgerechnet der KPÖ wird immer wieder auch von politischen Konkurrenzen abgesagt, dass sie das System so aufbaut, dass sie sich sozusagen eine Klüngelpolitik errichtet, in der man mit der Vergabe von Sozialwohnungen sich Wählerstimmen für die nächste Wahl sichert. Wie sehen Sie diesen Vorwurf? Bei der Vergabe von Sozialwohnungen, ich weiß nicht, wie sehr Sie wissen, wie die Vergabe passiert. Die Vergabe passiert von einem Gremium aus, wo Vertreter jeder Partei drin sind, jetzt der Stadt Graz mäßig, weil wir dort eben die Wohnungsstadträtin haben. Es gibt ein ganz klares Punktesystem, wo eben eine Reihung erfolgt und alle Vertreter haben zuzustimmen, ob diese Person dann gemäß diesem Punktesystem dann auch die Wohnung erhaltet. Das finde ich eben auch immer so fadenscheinig bei der FPÖ, die immer wettert die bösen Ausländer und Ausländerinnen, die bekommen ständig Sozialwohnungen, stimmt aber jedes Mal dafür, dass eben dies, gerade diese eben die Wohnungen bekommen. Das ist immer diese Doppelzüngigkeit. Wohnungen das Erkaufen ist somit auch nicht möglich durch dieses Gremium. Okay. Also ich weiß nicht. Ist schon klar, Sie werden sich nicht selber kritisieren. Ist normal. Es ging ich verstehe nicht, wie wir überhaupt mit der Vergabe von Sozialwohnungen uns irgendwie Wählerstimmen erkaufen sollen. Es geht teilweise soll. Die Kritik auch am Sozialfonds von der KPÖ, dass der quasi genutzt werden würde, um... Der Sozialfonds der KPÖ hat einen... Sich sozusagen eine Klientel anzuziehen. Der Sozialfonds der KPÖ entspringt in erster Linie dem Gedanken, dass wir eben unsere Politikerinnen und Politiker aus der KPÖ, unter anderem LKK, Claudia Kuhn-Weitaler, die deutlich mehr verdienen über Politikergehälter als der durchschnittliche Arbeiter oder die durchschnittliche Arbeiterin, dass die eben einen Teil ihrer Einkünfte, also
alles über 2000 Euro abzugeben haben, unter anderem aus ganz klar dem Grund, um nicht abgehoben zu werden, damit sie die Grundlage nicht verlieren, wie es den Menschen auf der Grundlage des heutigen Systems, der heutigen Situation geht. Die Frage ist dann, was macht man mit diesem Geld? Die Möglichkeit wäre, es wieder in die Partei zu stecken oder aber gerade den Leuten zugutekommen zu lassen, die eben mit Steuern zum Beispiel eben gerade diese Gelder finanzieren. Und da war die Entscheidung ganz klar eben für einen Sozialfonds. Natürlich könnte man sagen, ja, wir betreiben Klientelpolitik oder Klüngelpolitik und kaufen sie mit Wählerstimmen, aber das ist nicht unser Ziel gewesen beim Sozialfonds. Wie gesagt, ich habe es ja auch nur weitergegeben, was man so immer wieder hört. Ja. Tim Stronach, angenommen am 1. Juni stellt sich heraus, dass Tim Stronach ist nicht im Landtag. Wird es dann wieder Sesselrücken geben im Tim Stronach, einen sogenannten Evolutionsprozess, oder wird das Tim Stronach Steiermark danach überhaupt noch existieren? Das Tim Stronach in der Steiermark wird selbstverständlich nachher noch investieren. Ja. Das wird verständlich nachher noch geben. Da sind, glaube ich, zwei Dinge ganz wichtig zum Anmerken. Das erste, ich habe es schon des Öfteren in Unternehmen erlebt, dass ein Unternehmer darum kämpft, dass sein Unternehmen weitergeht, weil er weiß, dass er es selber nicht auf ewig betreiben kann. Die Auswahl der Leute rundherum, denen er das zutraut, ist schwierig. Ich würde mal sagen, Frank Stronach hat es bei der Magna ganz hervorragend geschafft. Die Magna gibt es nach ihm weiter, die Magna entwickelt sich nach ihm weiter. Er hat es also augenscheinlich geschafft, die richtigen Personen rund um sich zu sammeln. Und ich gehe davon aus, dass ihm das auch im Team Stronach gelingen wird. Und das Zweite, wenn wir nicht im Landtag sind, unser Wahlspruch hier ist gemeinsam sehen und ernten. Und wenn man sich anschaut, wenn man das Richtige sieht, wenn man die richtigen Blumen aussieht, dann dauert es vielleicht ein paar Jahre, aber sie durchdringen die dickste Betondecke. Und wenn es uns nicht dieses Mal gelingt, dann wird es uns das nächste Mal gelingen. Das wird man sehen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Gut. Keine Fragen aus dem Publikum. Dann sage ich noch nicht herzlichen Dank, sondern eine Frage ist mir noch eingefallen, nämlich das Thema Wahlkampfkosten. Vor den Landtagswahlen hat es ja den Versuch gegeben, die Wahlkampfkosten mit 1 Million Euro zu begrenzen. Das ist gescheitert. Wie hoch, lässt sich schon abschätzen, wie hoch die Wahlkampfkosten von Seiten Tim Stronach und von KPÖ sind? Wie viel geben Sie ein, also wie viel investieren Sie jetzt sozusagen bis zum 31. Mai? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen hier keine Zahlen nennen. Wenn Sie durch die Straßen fahren, wenn Sie sehen, wie viele Plakate wir von den verschiedensten Mitbewerbern finden und wie wenig Plakate eigentlich von Tim Stronach aufgehängt sind, wenn wir sehen, mit welchen Gefolgschaften unsere Mitbewerber zum Teil durch die Landschaften ziehen und welche kleine Gruppe mit welchem Einsatz bei uns arbeitet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir auch nur annähernd in den Bereich dessen kommen, was die anderen ausgeben. Und bei der KPÖ? Ich kenne die genauen Kosten von der KPÖ für den Gesamtwahlkampf nicht. Ich weiß nur, dass der Jugendwahlkampf sich bei circa 4000 Euro beträgt. Also das kann ich sagen. Wir versuchen aber dadurch, dass wir auch natürlich nicht die Mittel haben für große Wahlkämpfe, sehr kostensparend zu arbeiten. Wir haben unsere eigenen Leute, arbeiten mit Infoständen, mit eigenen Plakaten zu einem großen Teil und haben natürlich auch keine großen Mittel. Eine genaue Zahl für den Gesamtwahlkampf kann ich aber auch nicht, leider nicht nennen. Eine, das ist jetzt wirklich die letzte Frage, zum Thema Nichtwähler. Wie wollen Sie Leute wieder zurück an die Urne bringen? Was würden Sie einem Nichtwähler sagen, warum er wählen gehen soll und warum man vielleicht sie wählen soll? Also wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich im Hinterkopf habe, dass wir jetzt in der Steiermark bei 5 Milliarden Schulden stehen, wenn man sieht, dass das Wichtigste, was unsere Politik beschäftigt, Ampelmännchen und Autokennzeichen sind, dann verstehe ich jeden, der sagt, ich will mit der Politik nichts zu tun haben, ich gehe nicht wählen, ich will meine Ruhe. Was ich diesen Leuten sagen kann, was ich diesen Leuten sagen muss, ist, wenn man nicht wählen geht, dann unterstützt man eigentlich genau das. Wenn man nicht wählen geht, dann bleibt die Möglichkeit für diejenigen, die von der Partei, von den Parteiapparaten profitieren, zu wählen und deren Stimmen wird quasi noch höher gewichtet. Das heißt, wählen gehen, etwas dagegen tun, wählen gehen, die Partei unterstützen, mit deren Zielen man am ehesten einverstanden ist. Wer es nicht tut, der hat bereits vorher verloren.
Da kann ich in vielen Punkten dem Kollegen von Tim Stronach zustimmen. In unserem aktuellen bürgerlich-demokratischen System ist Wählen eine der wenigen Möglichkeiten, wo man sich ganz stark irgendwie für eine Partei aussprechen kann, um eben am System zu partizipieren, um eben eine Mitsprachemöglichkeit zu bekommen. Es gibt natürlich sehr viele, eben, die sagen, ja, es passiert eh nichts anders, wenn ich jetzt da diese oder jene Partei wähle, es kann sich sowieso nichts verändern, es bleibt alles beim Gleichen. Denen kann ich wirklich nur sagen, geht's wählen, es kann sich was verändern, nimmt's von einem Recht Gebrauch. Was aber noch wichtiger ist als zu wählen, wenn man mit der aktuellen politischen Lage nicht zufrieden ist, kann ich nur sagen, organisiert euch. Tretet einer Partei bei, die am besten euren Meinungen entsprechen. Seid dort aktiv, dann könnt ihr noch mehr, noch viel mehr verändern als mit einer einzigen Stimme. Oder man gründet eine Partei. Das hat man ja wirklich schon auch genau gesehen zuletzt. So, dann sage ich herzlichen Dank, wünsche viel Glück für die Wahlen. Heute ist ja schon der erste Wahltag, der vorgezogene. Also die ersten Wahllokale schließen nämlich um die Zeit, wo jetzt gerade das Läuten ist. Ich sage herzlichen Dank auch wieder an Philipp Bayer von Maturaball TV für die technische Unterstützung und auch an die VK vom Presseclub, dass wir hier im Steirischen Presseclub filmen konnten. Das wurde uns gratis zur Verfügung gestellt. Das ist eine tolle Unterstützung für uns. Dazu nochmal herzlichen Dank. Und ich wünsche viel Glück, schönen Abend noch und ein schönes Pfingstwochenende.